Darkness Level 2. Und jetzt werden ein paar Upgrades gemacht. Was brauche ich? Warte, ich guck nach. Einfach alles upgraden, was Darkness upgraden. Natur 3. Du brauchst Wasser. Du brauchst bestimmt Darkness. Ah, jetzt habe ich aber das Material schon nicht mehr. Aber es sind deswegen starke Türme. Ja, 905 Schaden und... Okay, irgendwas anderes, was auch immer. Hm. Also jetzt hat das Deck für dich aufklöppen, oder? Ah, das hat wohl. Alter, du hast da ganz viele... Was sind das für Türme hingebaut? Lichttürme waren das, jetzt sind's, was auch immer. Electron Tower. Die werden zu Atom Tower. Kriegst du noch Mineralien? Ich krieg irgendwie gar keine Mineralien mehr. Ich auch nicht mehr. Da. Oder man sieht einfach nicht mehr, weil sie so schnell hochgehen. Nee, das glaube ich nicht. Obwohl doch. Die gehen jetzt 139. Der kommt echt, der kommt nicht nach mit dem Hochziehen, glaube ich. Warte mal. Warten wir mal, bis die Welle vorbei ist. Junge, wie lang dieser Part einfach wird. Also die Folge. Ja, es werden keine langen Folgen, es werden nur viele. Oder wie viele? Oh Scheiße, die kommen durch. Vielleicht sterben wir jetzt doch einfach. Obwohl, Alter, nee, guck mal, die werden, die meisten werden vor Ende noch umgebracht. Wo steht unser Leben? Wo stehen unsere verdammten Leben? Keine Ahnung. Alter, ich muss die alle upgraden. Ich hab gar. Aber wir schaffen es vielleicht. Dafür brauchen wir noch. Ja doch, wenn wenn wir das nächste Mal Vespingas kriegen, haben wir gewonnen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten. Ja, aber wenn wir bis dahin durchhalten. Wir müssen jetzt einfach nur mehr Türme bauen, weil upgraden geht nicht mehr viel. Hier einfach einen Laser Tower draus bauen. Ah, sehr gut, ich kann auch so einen Phaser Tower bauen, muss nur kurz die benötigten Materialien sammeln. Alter, es laggt einfach richtig, weil da so viel rumfliegt. Ach komm schon, irgendwas muss ich doch upgraden können. So kurz vorm Ziel zu sterben wäre echt deprimierend. Ja. Aber es wäre typisch. Komm schon, noch ein bisschen, dann kann ich hier wenigstens noch einen Phaser Tower hinhalten, der den Rest auffällt. Oh, Scheiße, wo stehen eigentlich. Ich frag mich die ganze Zeit, wo die beschissenen Leben stehen. Wir haben 13. Oder? Nee, wir haben 39 was, wo steht Leben. Das? Live. Ich hab einen Tower, der bei jedem Kill, den er macht, Leben für uns dazu generiert. Aber ganz kurz, wo steht das? Neben. Da ist doch so eine Tabelle. Ah. Live rechts. 35, ja. Live. Welcher Turm ist das, der Leben dazu generiert? Dann bauen wir einfach. Es ist der mit den. Der aussieht wie ein Radar. Bauen wir einfach ganz viele von denen, die sind. Licht Natur. Bauen wir einfach ganz viele Licht Naturtürme. Ich baue gerade richtig viele ja, von ich denen. Jetzt auch. Licht. Ja, die müssen halt auch noch Kills machen, das wird halt das Problem sein, weil die wahrscheinlich ziemlich. Ja, die sind wahrscheinlich ziemlich schwach. Also der andere Tower hat 5 Kills, okay, das ist gerade viel. Den dürfen sie aber nicht weiter upgraden, glaube ich. Sonst verlieren die Fähigkeit wieder, oder? Doch, wenn du sie weiter upgradest, werden sie noch echt? Besser. Ah, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Intelligente Aussage. Ja gut, dann macht die Aussage, ich glaube, das Upgraden bringt nichts noch weniger Sinn. Okay, nee, wir müssen glaube ich noch 2 Wellen überleben. Nicht 2 Wellen. Ich meinte 2 Stufen, wo wir. Obwohl, guck mal auf die Anzeige mit den gesammelten Elementen oben, die ist ja jetzt eigentlich voll. Also grundsätzlich, wenn wir das nächste Mal quasi abschließen. Wie
viel von den Dingen Scheiß, einfach du haben. Du musst mal. Wenn man Licht 3 und Natur 3 hat, dann kann man diese Leben regeneriert Tower echt. Ich weiß. Und dann machen die 2500 Schaden. Alter, was ein Effekt. Effektsturm, da ist einfach auf die Gegner einfach. Also passend. Überall diese Regenerationstürme, damit wir schon leben. Wir haben ein Leben erst gekriegt, seit wir dem Ding gebaut haben, ne? Ich glaube, die töten halt nie. Die machen halt nur Schaden, aber die machen nicht genug, um. Das ist ein Massenschaden. Das ist doch wieder einer. Ja, einer. 37. Man müsste sie einfach vorher schwächen und am Ende so einen riesigen Gang voller der bauen, dass die die immer umbringen. Das wäre richtig OP irgendwann. So. Wir haben einfach keinen Platz mehr zum Bauen. Ja. Stimmt. Warte, vielleicht noch hier rechts. Kann man hier auf der rechten Wand bauen? Einen habe ich noch. Einen Platz habe ich noch. Ne, tatsächlich auf der rechten Wand. Hier ist noch einer. Bauen wir da einfach solche Lebenstürme hin. Ja, also ich finde schon noch genug Platz für Zeug. Für ein bisschen Zeug. Okay, langsam kommt man halt echt nicht mehr auf diese Effekte klar. Ah, 37 Leben immer noch. Okay, wird das die letzte Welle sein? Ich meine, das ist Welle 60, das wäre eine gute Zahl quasi. Alter, wie viel Leben haben die Viecher? Die haben 47.000 Leben. Ja gut, und da kommt einfach noch eine zweite Welle von. Ach du Scheiße. 47.000 Leben. Aber wenn die in der Mitte sind, werden die richtig runtergezogen. Klick mal auf einen. Ja, Alter. Ja, weil die, diese komischen... Deine, Phaser, also die Phaser Tower, die machen ja nur Schaden, also die machen richtig viel Schaden, wenn nur wenige Gegner da sind. Also je weniger es werden, desto schneller kriegen sie in der Nähe von denen Schaden. Oh, guck mal, wir haben noch 23 Leben, die haben uns mit der Welle vorher richtig runtergegangen. Das sind die letzten gerade, oder? Dann könnten wir jetzt dann vielleicht endlich aufleveln? Nein, immer noch nicht. Ich habe 11.529, was auch immer. Ja. Mineralien. Ich guck. Ah, hier ist noch was. Ich habe noch ein Lasertäuschen, den ich zu einem Phaser Tower machen konnte. Das wow! Ein Phaser Tower, hallo? Hier ist noch einer. Hä, haben wir nicht gerade gewonnen? Rechts ist noch eine Welle in 30 Sekunden. Oh, Scheiße. Ach so, ja, okay. Es ist entweder eine richtig starke Welle, bei der wir jetzt sterben werden. Oder wir haben die vorherige Welle zu schnell besiegt. Nee. Das ist ein bisschen komisch. Ich hab einfach so die Beschreibung. Kills made by this towers give more bounty. Also Geld. Die bringen einfach Geld. Ich mag ihn mal, wie der aussieht. Der ist, guck, der ist unten relativ mittig. Der heißt Wealth Tower. Der wirft so kleine, orange Dinge da rein und schreddert sich. Ja, ich. Ich finde das lustig. Okay, da kommt die letzte Welt. Was sind das für Dinger? Frucht des Todes.
Uns hat ein XP gefehlt, oder? Nee, wir haben gewonnen. Oder? You've died. Warte. Nein. Nein, nein, wir haben verloren. Ein wir haben verloren. Oh, Scheiß. Dann, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es ein nächstes Mal geben wird. Dann vielleicht auch normales StarCraft oder ein anderes Arcade-Spiel oder was auch immer. Und der Manu sagt jetzt Tschüss. Sag Tschüss, Manu. Tschüss. Wie bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Wie bitte? Tschüss. Lauter. Tschüss. Gut, ich verlasse den Server. Bis dann, Leute.